Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, Nethercraft. Wir brauchen jetzt Seeds. Zu arbeiten Seeds. Und die holen wir uns jetzt und pflanzen diese ein, um zu tun, was auch immer wir tun müssen. So, ich habe das Dach übrigens auch fertig gebaut. Also, du bist kein Weizenseed, du auch nicht. Ihr seid Weizenseeds. Habe ich denn noch irgendwo anders welche? Nö. Hoffentlich reichen diese. So. Ich werde dann später einen Villager dort einsperren. Hier einsperren, meine ich. So, schauen wir erstmal, ob die Seeds wir hier unten reichen. Das heißt, wir müssen hier erstmal alles zu Farm, Land umbauen. Dafür brauchen wir die sogenannte Hoe. Und ja, ich mache mich über diesen Namen lustig. Googelt mal, was das auf Englisch heißt. Was das englische Hoe im Deutschen heißt. Aber nicht, wenn ihr von solchen Dingen noch keine Ahnung habt. Also, ja. Wie dem auch sei, wir brauchen erstmal diese Seeds hier. So. Erstmal muss ich gucken. Hier ist noch nichts. Sind überall Seeds so rum. Nicht von hier. Interessant, ich kann hier nicht reinklicken. Egal. Ist auch nicht so wichtig. Denn jetzt müssen wir hier wieder hoch. Und diese Felder hier befelden. Nein, beharken auch nicht. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Habe ich eine Tür? Nö, ich habe keine Tür. Brauche aber eine. Ich nehme mal kurz meine. Ich kann mir ja jederzeit eine neue Tür craften. Ich brauche nämlich einen Villager, den ich hier halt einsperren kann. Ja. Genau, ich brauche einen Villager, den ich hier einsperren kann. Dafür brauche ich erstmal seine Workstation. Den Kompressor. So. Habe ich denn noch genügend Dreck? Nö. Aber ich habe das hier. Ich baue mir jetzt hier eine Brücke hin. Der Villager ist nämlich dämlich. Und ich offenbar auch. Wie dem auch sei. Habe ich denn ein Boot dabei? Nö. Habe ich nicht. Ich kann mir jetzt einfach eins. Müsste ich hier technisch gesehen irgendwo noch eins haben. Da ist ein Minecart. Ich will aber kein Minecart. Ich will ein Boot. Aber die brauche ich gar nicht mehr. Und Pflanzliches gehört dahin. Da ist ein Boot. Perfekt. So, dann schauen wir mal, ob wir den entsprechenden Villager da rauskriegen. Ich hoffe es zumindest. Ich will nur einen Villager von euch. Einen. Deshalb mache ich auch da jetzt eine Door hin. Die ist hier drin. Zack. Beziehungsweise die sind hier drin. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe zumindest.
Deshalb mache ich das. Ist wirklich klug. Ha, der wollte nämlich jetzt gerade rauslaufen. Ich möchte aber nicht, dass er rausläuft. Ich will aber, dass du rausläufst. Du nicht. Du auch nicht. Wo ist er denn? Dich will ich. Ich will, dass du rausläufst. Und dafür brauche ich leider jetzt mal die Erde hier. Also ist ja leider eigentlich ist das egal, weil der sowieso nicht mehr böse ist. Das heißt, eigentlich heißt das, dass ich nur einen Villager haben möchte. T. Und ihr seid nicht diese Villager. Dich will ich. Nein. Ja, ihr geht jetzt alle schlafen. Du allerdings nicht. Du nicht. Du kommst mit. Du sollst mitkommen, habe ich gesagt. Hey. Könntest du vielleicht bitte mit? Nein! Du kommst jetzt mit. Wo ist das denn? Da. Komm mit. Kommst jetzt mit. Blöder Villager, du kommst jetzt mit. Ich verbiete dir, irgendwo anders hinzugehen. Klar? Du kommst jetzt mit mir, deinem Herrn, mit. Komm mit. Wobei, das machst du besser am Tag. Ich gehe jetzt erstmal ein Nickerchen halten. Creeper. Nicht gut. Ich mag keine Creeper. Oh. Don't can't sleep. Monster. Kann ich nicht schlafen, weil hier Monster in der Nähe ist? Oder wie? Okay, ich kann schlafen. Der Creeper könnte mir Probleme bereiten. Wenn er denn immer noch hier ist. Was wahrscheinlich der Fall ist. Was mich besonders juckt. Erstmal gucken. Ja. Ja. Gut. Dann, hey Billy, komm mit. So. Du kommst jetzt mit mir mit. Ich steuere dich jetzt mal hier hin. Lalalalala. Creep, creep, creep. Okay. Das wäre dann schon mal geschafft. Creepy Creep hat sich versteckt. So, Billy. Stell dir da eine Workstation hin und ich brauche die Erde. Und zwar, um dafür zu sorgen, dass du nicht
ausgehst. Nein. Ach, ich baue einfach mit Holz weiter. Darf einfach aus. Habe ich noch andere Baublöcke? Ja, aber die helfen mir nicht besonders. Hey Willy. Bist du da hoch? Na dann. Brav. Ich brauche jetzt erstmal einen Earth Block. Autsch. Das brauche ich später, keine Sorge. So, mein lieber Willi. Du Farmer. Ich, dein Farmermeister. Du jetzt gerade kein Farmer, aber du jetzt Farmer. So. Seeds. Hey, Kumpel. Guck mal, was ich für dich habe. Einen Haufen. Ich habe hier einen Haufen Seeds für dich, Kumpel. Hey, sammelst du die bitte ein? Du brauchst von mir echt keine Angst zu haben. Sammel die Seeds ein. Sammel die Seeds ein. Sammel die Seeds ein. Sammel die Seeds ein. Endlich die Seeds ein. Okay, er sammelt die Seeds ein. Das ist gut. Was nicht gut ist, ist, dass ich ihm alle Seeds gegeben habe. Oder liegen hier noch welche rum? Nein. Egal. Nicht so wichtig. Ich brauche das Ding. Der wird das alles jetzt selber behaken. Außerdem brauche ist dieser Block, den ich tatsächlich jetzt hier wieder hinsetzen muss, damit unser Willi nicht wieder abhauen kann. Willi darf nämlich nicht abhauen. Böser Willi, wenn er abhaut. Damit hätten wir ihn auch eingesperrt, wohlgemerkt. War ja das, was ich tatsächlich wollte. Denn wir haben jetzt eine vollautomatische Weizenfarm. Wozu auch immer wir vollautomatische Weizenfarmen brauchen. Naja, außer um eben Weizen zu erhalten. So, jetzt muss ich gucken. Diese Tür brauche ich, um ehrlich zu sein, hier nicht. Ich wollte hier eigentlich Glas noch hinsetzen. Ich brauche nämlich noch 1, 2, 3 Glas. Genau 3 Glas brauche ich. Drei Glas, das heißt, ich brauche 3 Sand. Und ich sollte vielleicht meine Tür mal wieder zurückbringen. So. Ja, quasi. Habe ich denn noch? Ich habe ein Bett noch. Ah, ich habe das. Ich brauche Sand. Und anstatt es mir jetzt in der Wüste zu holen, gehe ich jetzt das Sand. Das Sand. Gehe ich jetzt den Sand von hier ausholen. Niemanden stört. 1 Sand. 2 Sand. 3 Sand. Und den tue ich jetzt nicht umcraften, sondern umbrennen. So. Das werde ich später wieder einsortieren. So, erstmal
Erstmal hole ich das Bett mal wieder. Werde ich unseren neuen Villager mal wieder dahin bringen, wo er hingehört. Na, komm. Bett. Bett kommt hier hin. Ja, da kommt ich. So. Soweit ich weiß, können die nicht da raus. Ich werde jetzt erstmal die Erde hier abbauen, mit dem schnappen können. Ich will den nicht hauen. Nein! Egal. Ist mir egal. Ich habe den geheilt. Also müssten die sowieso den feiern, den Typen da. Von daher ist mir das jetzt gerade sowas von Wurst. Ansonsten heile ich den halt nochmal. Ja, das lasse ich erstmal, wie es ist. Wir haben Level 20. Ob ich das da lasse? Bleibt mir da. Um ehrlich zu sein. So. Habe ich da oben noch Seeds? Nein, habe ich nicht. Halt. Da hat doch Seeds. Hier sind aber keine Seeds. Auch Seeds. Beziehungsweise ich brauche ein Seed. So rum. Oh schon. Gib mir ein Seed. Warum? Da. Ein Seed und das reicht. Dreckblöcke. Die sind hier. So. Hi. Kriegst noch ein Seed. Oh. Trophy. So, müssten die drei Glas auch wieder fertig sein. Was, nur zwei? Ah ne, es sind drei. Okay. Warum habe ich das eigentlich abgebaut? So, und schon haben wir einen Villager. Und wir haben sogar Gunpowder bekommen. So, jetzt brauche ich noch einen Beruf für den da. Der kriegt irgendeinen Beruf. Oder Frage, welchen kriegt er? Der kriegt wieder einen Librarian. Librarian. Frage ist, wie craftet man das nochmal? Lesepult. Ein Bücherregal und Ear Slabs. Bücherregal craftet man wie? Mit drei Büchern. Habe ich denn drei Bücher? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe Papier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich habe nur zwei Bücher. Ich kann nur zwei Bücher craften. Ich will aber drei Bücher craften. Drei Bücher. Auch noch drei Papier. Ich brauche noch drei Papier. Das heißt, ich baue einen von den Dingen hier ab. So, und aus zwei kann ich, glaube ich, nichts craften. Dann brauche ich noch einen. Nur diese drei.
Posten. Hier. So. Schon kann ich 3 Bücher craften. Und aus 3 Büchern und Dings kann ich das craften. Und Nö. Kann ich denn kein Lesepult craften? Ne, ich habe keine Dings dabei. Will ich jetzt noch fix machen, bevor das Folge endet. So, ich hab hier aber welche. Da. Auch 4 davon. Lesepult. Zack. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das stecke ich mal zu allem Möglichen. Mein Cards. Die Dinge alle gelagert. Die Chest ist voll. Aber die nicht. Und die auch nicht. Ich stelle es mal hier hin. Die einmal stelle ich hier hin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Brauche ich noch. Das sollte ich nicht. Das ist halt Moment, das ist Werkzeug. Hier ist kein Gunpowder. Gute Frage, wo haben wir. Ah, da haben wir die Banner. Hehe. Hab ich vorhin übersehen. Gunpowder. Gunpowder. Hier überhaupt irgendwo Gunpowder? Oder habe ich das hier irgendwo einsortiert? Ich sortiere es erstmal hier oben zu. So. Dann wollen wir mal schauen, was der Villager für einer wird. Sofern er mir nicht böse ist. So. Der verkauft mir schusssicher. Ah, lass ich erstmal. Das ist einfach, damit er überhaupt einen Job hat. Okay. Damit hätten wir das technisch gesehen auch schon gelöst. Würde ich sagen, aber nicht fast. Ich würde das sagen. Nein, ich habe die Erde rausgenommen. Egal. So. Und diesen Adblock, keine Ahnung, was ich damit mache. Damit hätte ich jetzt eigentlich mehr oder weniger, was ich wollte. Ist denn in der Zwischenzeit was gewachsen? Nein. Macht aber auch nichts, denn der Villager, der arbeitet hier schön fleißig. Genau. Sobald es dann was gibt, sag ich, sage ich Bescheid. Ich sag bis zum nächsten Part und bye bye. Leute.